Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, nachdem ein paar Tage vergangen sind seit der letzten Folge, wird es endlich mal wieder Zeit für eine neue Runde Transport Fever 2. Und es hat sich aber in der Zwischenzeit einiges getan, denn die Mod Natural Environment Professional ist in der zweiten Version für Transport Fever 2 erschienen. Das heißt, die erste Version gab es ja damals für Transport Fever und die hat das Spiel schon massivst schön aufgehübscht. Und jetzt ist endlich die zweite Version da. Ich habe sie aktuell noch nicht gedownloadet, denn es gibt den Hinweis, dass man dazu die Beta-Version benötigt für Transport Fever 2 und ich gehe da eher den sicheren Weg und sage Never Change a Running System und möchte nicht unbedingt mit der Beta-Version jetzt loslegen und das dann eventuell unseren ganzen Erfolg bei Transport Fever 2 zerstört. Ja, ich möchte diesen Spielstand nicht unbedingt verlieren, da hänge ich wirklich sehr dran und wir haben ja da sehr viel Zeit mit dem Bau unseres Verkehrsbund Ostregion verbracht. Und das möchte ich nicht so einfach herschenken. Also die paar Bildchen, die ich dir jetzt so quasi mit eingeblendet habe, sind für den Natural Environment Professional 2 Mod. Den bekommst du natürlich wie gewohnt auf transportfever.net. Und wenn du schon mal dort bist, lass den Leuten, die das entwickelt haben, gleich einen Daumen nach oben da. Die freuen sich sicher und das wird deren ihre Motivation sicher noch mehr steigern, neue Projekte bzw. neue Verbesserungen für diesen Mod zu erwirtschaften bzw. zu erarbeiten. Gut, was habe ich noch anzukündigen? Ja, ich habe immer die meisten Aufrufe bei meinen Transport Fever 2 Videos und das möchte ich ganz kurz noch ausnutzen und ankündigen, dass es demnächst im Discord, auf dem Discord-Server, ein Meet and Greet sozusagen geben wird und ich werde da dann den Termin noch veröffentlichen und da werde ich mich dann deinen Fragen stellen bzw. werde mir mal Zeit nehmen für die Community, ein bisschen privater zu sein. Solange es nicht zu privat wird. Nee, Spaß beiseite. Also ich werde mich dann auf jeden Fall deinen Fragen stellen und werde dann ein bisschen Zeit mit der Community verbringen und anschließend könnte eventuell auch noch ein Livestream folgen. Und da gebe ich dann noch ein paar Infos dazu, aber die kommen dann im Lauf der nächsten Zeit. Also bitte jetzt nicht genau warten, dass es in den nächsten 14 Tagen soweit sein wird, aber ich werde es früh und rechtzeitig ankündigen. Ja, dann vielen Dank für die vielen Aufrufe und für die vielen Likes für mein Modliste-Video 2021 für City Skylines. War ein bisschen eine Arbeit, aber ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Und mein letztes Modliste-Video aus dem Jahr 2018 hat auch mittlerweile über 3000 Aufrufe, wenn nicht sogar schon mehr. Und ja, wie gesagt, das ist gut, um die Community zu erweitern und das ist ja letztlich das Ziel. So, jetzt aber geht's los mit Transport Fever 2. Ich möchte heute gerne die Linie O als erstes Arbeitsprojekt der heutigen Folge verlängern. Und zwar vom Praterstern zu ihrer neuen endgültigen Endstation. Und diese heißt... So, sorry, jetzt wäre mir fast das Spiel abgestürzt. Ja, und die neue Endstation der Linie O heißt Bruno-Marek-Allee. Und dort werden wir heute die Linie O einmal fürs Erste rüberdüsen lassen. Aber dazu werden wir da noch ein paar Kleinigkeiten ausbessern müssen. Nämlich diesen Straßenanschluss, den nehmen wir da ganz einfach weg. Das machen wir so. So. Und dann... Das können wir ruhig so lassen. Das nehmen wir noch weg. Dann sagen wir gleich, dass man... Das ist abgesperrt, das ist gut. Das gefällt mir. Dann schickt man die neue Linie, also die neue... Die Verlängerung der Linie schickt man dann darauf. Da haben sie dann noch eine gemeinsame Haltestelle. Dann geht es darauf. Und da würde ich ganz gerne... Wo sind denn eigentlich meine Lieblingsgleise? Schatz, ich bin jetzt schon ein bisschen City Skylines verwöhnt seit letzter Zeit. Und da hätte ich ja den Picker-Mod, wo ich mir das rausnehmen kann, was ich gern verlängern möchte. Aber wir werden das mit dem machen. So, dann drehen wir das darüber. Lass mir das da noch so ein Stück... Fahren. Und das Ganze gibt es aber als eingleisig, genau. Ja, das hätte ich ganz so, dass es hier angeschlossen ist.
nicht möglich, hätte ich mir fast gedacht. Aber das ist möglich. So. Und dann möchte ich da noch ganz kurz was deaktivieren. Ja, genau, das passt. Das habe ich eh schon. Und jetzt müssen wir dann noch Gleise nehmen. Beziehungsweise müssen wir das upgraden mit Schienen. Nicht hier. So, dann haben wir hier eine Haltestelle. Und dann nehmen wir da gleich die hier und machen hier noch eine Haltestelle hin. Und hier gleich die Endstation und die nennen wir gleich Bruno Marek. Hoppla. Marek. Allee. So, dann hätten wir das. Und jetzt müssen wir die Linie O nur noch verlängern. Wo ist das gute Teil? Meine Linie O. Hä? Da ist er. Ich wusste ja, es gibt einen O. So. Jetzt machen wir mal was anderes. Und zwar gelb, damit ich mich da auskenne. Und dann sagen wir, so vom Praterstern. Das ist der Praterstern, das ist der Praterstern. Vom Praterstern fährst du weiter dann nach vor. Dann darüber. Dann dahin. Habe ich da jetzt die falsche Haltestelle genommen oder was passt ihm nicht? Kann er doch weiterfahren. Kann doch da abbiegen. Was ist jetzt dein Problem? So, von der Bruno-Marek-Allee fährst du da wieder runter. Darüber. Weil er da nicht hin kann. Ha! Weil die Linie O kommt, fährt darauf. Müssen wir, Moment, da müssen wir dann nochmal eine Haltestelle hinziehen. Jetzt muss ich einmal schauen. So. Und dann darüber. Müssen wir dann machen wir hier eine Haltestelle hin, dann sagen wir dem guten Teil, dass es hier weitergeht. Mit dieser Straße hier. Das hätte ich mir fast gedacht. Spitzer Winkel. Machen wir das einmal so. Jetzt bauen wir den ganzen Praterstern um wegen einer Straßenbahnhaltestelle. Zum spitzer Winkel. Das würde gehen. Da können sie einfädeln, das ist gut. Auch zu spitzer Winkel. So. Machen wir das einmal weg da. Aha, das sind diese Bäume, die man wieder... Genau. So. Ist doch gar nicht so einfach, die Linie O da zu verlängern. Aber das geht. Ha! Dann machen wir hier die Haltestelle hin. Jetzt müsste es eigentlich klappen. So, der O steht da, weil er nicht weiter kann, oder? Kein Weg elektrisch. Das war jetzt wieder typisch. So, dann brauchen wir die Straßen da.
mit Busspur, ja, Tramgleis elektrisch. Zack. Was ist denn da jetzt? War nicht möglich. Möglich. Nicht möglich. So, jetzt geht's aber. So, jetzt brauchen wir wieder das hier. Zack, zack. Fertig. Und siehe da, der U fährt. Letzter Kontrollblick. Die Linie fährt darüber. Das mit dem Umdrehen da war nicht ausgemacht. Hä? Okay. Warum fährst du da nicht runter? Ja, weil du da auch keinen Weg elektrisch hast. So. Und passt schon. Perfekt. Gut, das heißt, die Linie O haben wir jetzt verlängert und dann können wir ihr auch wieder die wunderbare Straßenbahn rot geben. Aber da müssen wir noch schauen, das passt da noch gar nicht. Dass die da so komische Ringeln fahren. So, noch einmal Linie verwalten. Also, wenn du vom Praterstern kommst, dann fährst du dahin. Aber, Gleis 2. Wenn du von der Bruno-Marek-Allee kommst, fährst du Gleis 1 und jetzt passt's. Und dann bekommst du nur noch eine Haltestelle dazu. Und zwar diese Praterstern-Haltestelle, die du jetzt nicht erreichen kannst, aus irgendeinem Grund. Was auf der falschen Seite steht. Ja, man merkt, ich komme gerade aus der Arbeit, aber ich habe mir gedacht, ich will extra jetzt eine Folge aufnehmen. Ich will endlich, dass es weitergeht bei Transport Fever 2. Jetzt hätte ich fast City Skylines gesagt. Ja, da geht's auch bald weiter. Ich meine, da geht es sowieso weiter, weil die Folgen voraufgenommen sind. Passt. Gut, und jetzt müsste es auch klappen mit dem, dass er die Haltestelle hier akzeptiert. Und aus dieser wunderbaren Hutweidengasse wird ebenfalls Praterstern. So. Und dann ist das erledigt. Das heißt, der O hat seine neue Linie inklusive Verlängerung bis zum Praterstern. Warum geht es da jetzt schon wieder nicht weiter? Kommt der und fährt da nicht drüber oder was? Kann der da nicht drüber fahren? Kommt der da nicht raus? Doch hat er ja vorher auch können, warum? Hä? Was passt ihm jetzt nicht? Ist das schon wieder nicht elektrisch? Ich werde porös. Das ist eh noch elektrisch. Was hast du da denn da? Jetzt klappt's. Okay. Jetzt nimmt er das wieder nicht. Ist egal. Hauptsache die Linien fahren. Wie sie fahren, ist mir ehrlich gesagt egal. Hauptsache sie bewegen sich. Schauen wir mal, was macht der Fünfer jetzt? Außer hier mitten im... Ja genau, jetzt fährt er wieder. Ja, er nimmt jetzt quasi die Haltestelle hier. Fährt hier durch. Ja, keine Ahnung, warum er nicht da abbiegen will. Obwohl er es eigentlich könnte. Aber ich könnte mir eigentlich sagen, hey, warte mal, Linie 5. Ich gebe dir dann einen Wegpunkt, dann kannst du das fix. Wegpunkte? Was nehmen wir denn da? Irgendeinen Wegpunkt, der mir gefällt. Ja, nehmen wir das hier.
Nein, das ist zu knapp. Ist doch nicht, dass es etwas weiter weg ist. Das nehmen wir. Jetzt steht das mitten am Gleis. Ja, das hat jetzt keiner gesehen. Gut, dann nehmen wir die Linie 5. So. Und sagen der Linie 5, dass du gefälligst, wenn du von... So. Wenn du von der 13 kommst auf die 14, wärst du... Ha! Jetzt passt's wieder. Es ist ja irgendwie logisch, weil er nimmt immer den kürzesten Weg und für ihn wäre das der kürzeste Weg, aber für uns nicht. So, passt. Straßenbahn steht. Und klappt schon wieder alles. Gut, dann geht's weiter im Straßenbahnbauprojekt. Und zwar würde ich gerne mal, bevor das Spiel jetzt abstürzt, speichern. So, und dann ist tatsächlich das Spiel abgestürzt. Und das führt mich schweren Herzens zu folgender Entscheidung. Dass sich das Projekt Verkehrsbund Ostregion Staffel 2 von Transport Fever 2 ab sofort einstellen werde. Aber keine Sorge, das hört sich jetzt so negativ an. Nein, es geht natürlich weiter. Demnächst mit Staffel 3 und möglicherweise auch mit dem Natural Environment Professional Mod. Ich hoffe, dass wir den bis dahin dann schon spielen können. Und ich freue mich natürlich auf die nächste Staffel, Staffel Nummer 3, die demnächst starten wird. Es wird wieder eine Europakarte werden, so im Stil wie die erste Staffel quasi. Aber diesmal wieder mit mehr Fahrzeugen, noch mehr Fahrzeugen. Ich habe mittlerweile noch viel, viel mehr Fahrzeuge abonniert. Und würde mich natürlich freuen, wenn ich von dir wieder Stadtvorschläge bekomme. Fix dabei sein wird natürlich wieder Wien, Berlin und Paris. Und den Rest lasse ich mich gerne überraschen. Und jetzt werde ich mich würdig auf dieser Map von dir verabschieden mit einer Mitfahrt, die letzte Mitfahrt auf der Linie O. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever 2, neue Staffel, Projekt Europa. Servus.
am Ziel. Auf Wiedersehen.